Was geht, Leute? Wir sind heute in der Inselmitte und ich dachte mir, ich mache mal einen kleinen Philosophie am Freitag zum Thema Investmentnationalismus. Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Und wir werden heute mal darüber sprechen, warum ein gewisser Investmentnationalismus schädlich für deine Rendite sein kann als Anleger. Aber wir werden nicht nur die Perspektive eines Anlegers hier heute betrachten, sondern auch noch die Perspektive von einem Konsumenten und die Perspektive eines Arbeitnehmers. Und das Ganze in Bezug auf den Standort Deutschland und einmal deutsche Unternehmen und einmal ausländische Unternehmen, also beispielsweise aus den USA oder aus China, die aber in Deutschland ihre Produkte verkaufen oder auch in den Standort Deutschland investieren und welche Vorteile, welche Nachteile das hat und alle möglichen spannenden Erkenntnisse. Ich denke mal, der grundsätzlich einfachste oder die simpelste Perspektive, die wir als erstes klären werden, ist das Thema aus Sicht des Konsumenten. So, wir können als Konsument natürlich immer aus einer Vielzahl an verschiedenen Produkten auswählen, was wir haben wollen. Ich bin jetzt mal hier als Beispiel beim Kraftfahrzeug, beim Auto. Ich habe zum Beispiel mit vielen Leuten schon diskutiert über das Thema Elektromobilität und so. Und viele haben gesagt, hey du Kolja, du willst ja ein Model X haben, ja? Aber warum holst du dir zum Beispiel nicht einen Porsche Taycan? Der ist doch viel, vom Design her viel geiler, sieht doch viel nicer aus und so. Der Punkt ist einfach der, ich brauche ein Auto als Konsument hier mit einem möglichst großen Kofferraum, weil da muss ein richtig großer Hund hinten reinpassen und der passt in so einen Porsche Taycan halt einfach nicht rein. Davon abgesehen gibt es noch viele andere Kriterien, die bei mir dafür sprechen, dass ich mir lieber so einen Tesla hole als so einen Porsche. Ja, das heißt, aus Kundensicht ist es einfach immer eine pure Geschmackssache. Man sagt sich, welches Design passt mir am besten? Was ist preis-leistungsmäßig für mich am besten geeignet? Wo ist zum Beispiel der Qualitätsanspruch? Und alle möglichen anderen individuellen Bedürfnisse, die man hat und nachdem man dann entscheidet, welches Produkt ich haben will. So, und jetzt kann man natürlich auch als Kunde sagen, hey, ich kaufe lieber mir ein Q3 von einem deutschen Unternehmen, wie zum Beispiel Audi, oder ich miete lieber mir so ein deutsches Auto auch noch von einem deutschen Unternehmen, wie bei Sixt, wie ich es ja zum Beispiel mache. Also ich miete sozusagen mir gerade ein deutsches Auto von einem deutschen Unternehmen, ist also aus Sicht von Deutschland sozusagen optimal. Ja? Also man kann sich sagen als Kunde, ich unterstütze lieber so ein heimisches deutsches Unternehmen und hole mir mein Produkt lieber dort. Aber da ist schon der erste Denkfehler. Warum? Weil erstens du gar nicht unbedingt dadurch dem deutschen Standort am ehesten hilfst und zweitens, weil es auch für die gesamte Entwicklung in Deutschland relativ unerheblich ist, ob das Unternehmen, welches in Deutschland den Standort hat und dort investiert, dort Produktivität erhöht, dort Innovationen schafft, dort Arbeitsplätze schafft, ob das jetzt nun seinen Firmensitz in Deutschland hat oder irgendwo anders auf der Welt. Ja? Das ist eigentlich ziemlich egal. Und wenn wir jetzt den ersten Punkt mal betrachten, dann kann ich dir schon mal sagen, dass dieses Thema Internationalisierung und Globalisierung schon lange angekommen ist. Und dann kommen wir auch gleich zum Thema die Sicht des Arbeitnehmers, aber dazu erstmal später mehr. Wusstest du, dass in den DAX-Unternehmen, wenn wir jetzt mal nur die großen deutschen DAX-Unternehmen betrachten, also die 30 oder jetzt mittlerweile sogar 40 größten, ja, dann sind bereits 35% der höheren Management-Ebene in diesen ganzen deutschen Konzernen mit ausländischen Managern besetzt. Okay, das heißt, es sind schon mal gar keine irgendwie so, dass da nur Deutsche oder so arbeiten. Aber für zum Thema so, ich unterstütze lieber ein deutsches Unternehmen, sei dir gesagt, dass über die Hälfte, nämlich 55%, Tendenz steigend, der Anteil dieser deutschen Unternehmen bereits in ausländischen Investorenhänden liegen. Im Jahr 2019 wurde zum Beispiel fast 40 Milliarden
Euro an Dividende ausgeschüttet an die ganzen Investoren von all den schönen deutschen Unternehmen und den Löwenanteil davon, über 20 Milliarden, wurden an ausländische Investoren ausgeschüttet und nur halt ungefähr 12 oder 15 Milliarden oder so an deutsche Investoren. Und der Rest wurde eben an Investoren ausgeschüttet, die man nicht direkt zuordnen kann. Und das bedeutet, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, ich kaufe mir lieber ein Audi, weil dann unterstütze ich das deutsche Unternehmen, aber die Dividende davon zieht sich eben trotzdem schon der größte Teil der Ausländer dann rein und nicht der Deutschen. Deswegen, es ist aus Konsumentensicht meiner Meinung nach schon relativ unerheblich, weil wichtig ist immer für den eigentlichen Standort einfach nur, dass es eine gut funktionierende Marktwirtschaft gibt, dass der Wettbewerb gefördert wird, dass Innovation zugelassen wird, dass Marktwirtschaft und so weiter zugelassen wird, weil dann werden eben nicht nur die heimischen Unternehmen investieren und Arbeitsplätze schaffen, sondern eben auch internationale. Und ich behaupte mal, dass je mehr Wettbewerb es dort gibt in diesem Standort, desto mehr Talent wird angezogen, desto mehr Produktivität und Innovation wird dort erschaffen und desto besser wird es am Ende auch für die ganzen Konsumenten dort sein in diesem Land. Und deswegen sage ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal so direkt hier aus dem Bauch heraus, dass es ziemlich egal ist, ob du das Auto bei Audi kaufst oder zum Beispiel bei dem Standort Skoda in Deutschland oder bei irgendeinem ausländischen Unternehmen in Deutschland. Hauptsache, die Produktivität wird sozusagen angekurbelt. Der weitaus wichtigere Punkt, kommen wir jetzt aber beim nächsten hin, ist der Punkt des Arbeitnehmers. Auch aus der Sicht des Arbeitnehmers, und da hängt natürlich extrem viel Emotionen mit drin. Das ist auch der Hauptgrund, warum, wenn man sowas liest über Tesla oder über andere Erfolgsmeldungen, dass dann Leute schreiben, ja, aber die Spaltmaße sind so scheiße oder die Qualität von den Teslas und so weiter ist so schlecht und so. Ich habe jetzt das mir angeguckt mit diesem Crash-Dummy, mit diesem Crash-Test vom Model Y. Und wie die halt genau testen, welche Sensoren sie überall eingebaut haben und so. Ist einfach faszinierend. Und auch unter diesem Crash-Video sind die ersten Kommentare immer sofort komplett negativ gegen Tesla, weil ich glaube, das hat auch irgendwie mit Anti-Amerikanismus teilweise irgendwie zu tun, aber man hat einfach, weil es ein ausländisches Unternehmen ist oder auf irgendeine andere Art und Weise diesen Groll, dass man sagt, oh nee, das ist doch blöd und so, ne? Gerade wenn man aber ein Arbeitnehmer ist, zum Beispiel bei einem Unternehmen, was jetzt noch nicht mal, wie es ja international immer heißt, diese Legacy Car Makers sind, also die zum Beispiel bei so einem großen Unternehmen wie VW oder Daimler arbeitet, sondern bei einem zum Beispiel Zulieferer zu diesen klassischen Verbrennermotorautos arbeitet, gerade dann sollte man diese Einstellung meiner Meinung nach nicht haben, die so sehr stark irgendwie auf irgendeiner Tradition beruht oder wo man dann sagt, ja, also seit 30 Jahren bauen wir hier im Standort Karlsruhe oder irgendwo bauen wir hier genau dieses wichtige Teil für den Verbrennungsmotor und wir sind irgendwie gegen alles Neue und Innovative, vollkommen egal, woher es kommt und so. Mit dieser Einstellung wird man in Zukunft einfach am Arbeitsmarkt nicht mehr wirklich relevant sein. Und da muss man sich umso mehr anpassen. Und wenn man jetzt einfach sagt, ich bin gegen Tesla oder ich bin gegen das und das Unternehmen aus China oder so weiß, aus dem Ausland kommt, dann macht man sich selber einfach einen Großteil der potenziellen spannenden Jobmöglichkeiten in der Zukunft kaputt. Weil auf einer individuellen Karrierebasis profitiert man ja massiv davon, wenn man auch mal zum Beispiel sich bei einem ausländischen Unternehmen bewirbt und dort ein paar Jahre Erfahrung sammelt. Ja? Nicht nur jetzt, was das irgendwie den reinen Verdienst oder so angeht, sondern zum Beispiel auch, was den kulturellen Erfahrungsaustausch und so weiter angeht. Dass man also nicht nur irgendwie immer nur an einem Standort irgendwie gearbeitet hat, sondern dass man irgendwie mal ein bisschen rumgekommen ist, dass man sich mit vielen, vielen anderen Leuten aus unterschiedlichen Nationalitäten ausgetauscht hat. Und das wird halt den Erfahrungsschatz und natürlich auch den Kompetenzschatz massiv erweitern, so dass man auch zum Beispiel, wenn man dann nach so einer Zeit von einigen Jahren mal wieder bei einem anderen heimischen Unternehmen arbeitet, man natürlich von diesem Erfahrungsschatz massiv profitieren kann. Ja, ich habe einige Freunde zum Beispiel auch einige Leute, die zum Beispiel in der Logistikbranche arbeiten oder in anderen Sparten, die temporär mal zum Beispiel in London gearbeitet haben, beim ausländischen Unternehmen für 3-4 Jahre, weil zum Beispiel diese Unternehmen dort sehr häufig auch dann
qualifizierte Absolventen und so weiter auch im Finanzbereich vor allem gesucht haben, die auch gut die deutsche Sprache beherrschen. Ja, dann kann man natürlich gleich damit sogar von Vorteil, also hat man gleich natürlich ein paar Vorteile. Und die dann mit diesem Erfahrungsschatz wieder dann zurückgekommen sind und gleich auf einer ganz anderen Ebene wieder einsteigen konnten bei ihrem Unternehmen, wo sie vorher schon mal gearbeitet haben. Ja? Und hätten sie sozusagen diesen Sprung aber zu einem anderen Unternehmen mal nicht gemacht zwischendurch, dann hätten sie halt einfach diesen Erfahrungsschatz wahrscheinlich niemals aufgebaut. Ja? Das heißt, auch als Arbeitnehmer sollte man, finde ich, was irgendwie Unternehmen entweder im Ausland oder auch ausländische Unternehmen in dem Standort Deutschland angeht, auch nicht irgendwie so Scheuklappen irgendwie aufhaben, sondern ich würde hier immer zu 100% objektiv und neutral sein. Ja, ja, und jetzt kommen wir natürlich mal auf den letzten Punkt aus Sicht des Investors natürlich, unser Kernthema. Ja? Hier ist es so, mein Kollege und geschätzter Liberalist, Gerd Kommer, aber auch Rainer Zittelmann, beide haben ja gesagt, man soll nicht politisch investieren. Das bedeutet, egal ob jetzt zum Beispiel die Demokraten in Amerika an der Macht sind oder die Republikaner oder egal ob jetzt in Deutschland eine Ampelkoalition oder irgendwie eine konservativere Koalition kommt, man soll nicht irgendwie seine aktuellen Investmententscheidungen daran festmachen. Erstens, weil politische Börsenkurse beide haben und zweitens, weil man gar nicht wissenschaftlich unbedingt nachweisen kann, dass zum Beispiel in Zeiten, wo die Republikaner an der Macht waren in den USA, die Börse insgesamt besser abgeschnitten hat, als wo die Demokraten an der Macht waren. Es ist sogar so, dass die eine Untersuchung, die es hier dazu gibt, sogar gesagt hat, dass unter den Demokraten es tendenziell sogar besser lief, was die Börse betrifft. Auch wenn dieser Effekt komplett zufällig sein kann. Aber davon unabhängig haben sie, was diesen Punkt betrifft, finde ich schon recht. Es gibt aber auch andere Sparten oder andere Aspekte dieser Fragestellung, wo ich mir zum Beispiel sagen würde, nicht politisch investieren, einerseits ja, auf der anderen Seite kann man natürlich schon auch gewisse Grenzen sich stecken und sagen, ja, in Ländern, wo jetzt zum Beispiel eine maximal kommunistische Machtpolitik herrscht, wo es nur quasi ein Einparteisystem gibt, so wie jetzt zum Beispiel in China oder auch in anderen Ländern, möchte ich jetzt nicht investieren aus ethischen oder moralischen Gründen oder so. Ja. Aus diesem klassischen breit gestreuten ETF-Ansatz wird man diesen Ansatz wahrscheinlich trotzdem nicht wählen oder hat dieser Ansatz wahrscheinlich langfristig trotzdem eine Unterrendite, wenn man halt anfängt so zu investieren, aber das kann ich natürlich trotzdem nachvollziehen. Aber was jetzt die Investmentsicht in Bezug auf Tesla und so weiter oder auf andere Unternehmen und so weiter geht, muss ich ganz klar sagen, ich investiere aus Sicht des Unternehmens und wo liegt sozusagen in der Zukunft das attraktivste Wachstum, wo ergeben sich spannende Chancen. Und da ist es mir vollkommen egal, ob dieses Unternehmen jetzt aus Deutschland kommt oder aus Polen oder aus den USA oder sonst woher. Ich finde, diese Punkte werden auch in Zukunft immer irrelevanter. Es kann nämlich sein, dass es zum Beispiel in der einen Branche, wo die Zulieferer überhaupt keine Zukunft mehr haben in Deutschland, wo der Standort, auch wenn es der Betriebsrat und all die ganzen Gewerkschaften nicht wahrhaben wollen, wo einfach das ausstirbt, weil es vom Markt nicht mehr nachgefragt werden wird, wo auf der anderen Seite aber wiederum zum Beispiel solche Zulieferer wie die Manz AG immer mehr und mehr profitieren von dem Elektromotor und von den ganzen Batteriezellen und so weiter. Das heißt, dass man halt einfach sagt, okay, es gibt einfach komplett andere Sparten, wo ich mich wieder umorientieren kann, ja, und wo diese Unternehmen dann zum Beispiel auch wieder mit anderen ausländischen Unternehmen zusammenarbeiten. Aber ich würde mir halt immer als Investor das raussuchen, was für mich am besten passt, unabhängig davon, wo jetzt wirklich das ursprüngliche Land mal war, wo irgendwie der Gründer herkommt oder so. Ja? Also ich finde, dadurch macht man sich eigentlich alle Chancen von Anfang an kaputt. Und meistens ist es sogar so, dass das Portfolio sich meiner Meinung nach automatisch angleichen wird. Dann hast du dann zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel, dann sage ich mir, okay,
die besten Küchen und Küchensysteme und die besten Geräte in so einer Systemgastronomie baut nun mal die Firma Rational AG. Und die haben einfach eine unfassbare Qualität. Ja, sind auch ein bisschen teuer, ist eine Premium-Marke. Aber da kommt halt so schnell keiner ran, was die Qualität angeht. Und dann investiere ich hier in dieses deutsche Unternehmen Rational AG. Aber was jetzt denn den Betrieb von dieser Systemgastronomie angeht, investiere ich natürlich in McDonald's, weil da kommt halt eben kein anderes deutsches Unternehmen ansatzweise ran an das, was McDonald's kann und macht und so, und wird auch eine Weile nicht so sein. Und deswegen kann man das doch einfach perfekt kombinieren, ja? Oder man sagt sich halt, okay, es gibt halt in Deutschland vielleicht ein Top Biotech-Unternehmen wie BioNTech beispielsweise, und dann investiere ich hier. Und ich höre mir auch gerade dieses Hörbuch an über die beiden Gründer. Ist richtig interessant und spannend. Und wenn man, also gerade wenn man sich das anhört und so wirklich langfristig denkt, dann also kann man auch wirklich sagen, okay, wow, das ist wirklich Wahnsinn. Und da will ich investieren. Aber da würde ich genauso investieren, wenn jetzt zum Beispiel die Gründer irgendwie dieses Unternehmen in der Türkei gegründet hätten und das jetzt einfach BioNTech aus der Türkei gäbe und nicht aus Deutschland. So, das wäre mir doch egal für meine Rendite, wisst ihr, was ich meine? Und so sollte man das, glaube ich, einfach betrachten, weil ansonsten kommt man in all diese ganzen möglichen Home-Bias-Geschichten rein, dass man irgendwie sich angegriffen fühlt als Investor. Ich habe manchmal das Gefühl, für manche ist es wie so ein Angriff auf ihr nationales Stolzempfinden irgendwie, dass sie sich sehr stark identifizieren mit dem Standort Deutschland als irgendwie qualitativ hochwertige Waren, die man irgendwie damals produziert hat und made in Germany und so weiter. Ja, aber man muss trotzdem den Sinn für die Realität bewahren und einfach merken, dass wenn sich die Zeiten wandeln, wenn neue Technologien kommen, wenn andere Sachen auch bekannt werden, guckt euch mal die internationalen Beer Awards an, ja? Da ist Deutschland schon lange nicht mehr das einzige Land, wo es die Top-Biere und so weiter und die Top-Brauereien gibt. Die Zeiten ändern sich halt immer wieder. Und wenn man da irgendwie in so einem alten Stolz verharrt, dann, glaube ich, macht man sich sowohl aus Konsumentensicht, sowohl aus Arbeitnehmersicht, aber auch vor allem auch aus Investorensicht einfach sehr viele Chancen kaputt, die einem sonst offen stehen in dieser offenen Welt. Ja? Und deswegen, ich würde immer versuchen, so flexibel zu bleiben und von der Analogie her, wie mit so einem Segelschiff, alle Chancen mitzunehmen, egal aus welcher Richtung sozusagen der Wind weht. Ja? Weil was sonst passiert, das ist immer mein bestes Beispiel für dieses Szenario. Was passiert, wenn man sich so quasi abkapselt und glaubt, ist es besser, wenn alle so nur noch national bleiben und man nur noch die heimischen Produkte kauft und man nur noch die Unternehmen zu Hause und so weiter unterstützt und so. Was dann passiert, ist, dass man immer weiter sich nach unten bewegt und immer weiter den Anschluss verliert an all die ganzen anderen Länder, die das cleverer machen und den internationalen Austausch suchen und sowohl was Kapital angeht, als auch was die ganzen Arbeitskräfte und so weiter angeht. Weil, guckt euch zum Beispiel damals, als Christopher Columbus ja nach Amerika gesegelt ist, ne? Ich habe da nochmal so einen spannenden Bericht neulich gelesen, weil ich das Thema schon mal früher aufgeschnappt hatte und dann aber später wieder vergessen, dann habe ich es wieder recherchiert und ich finde das wahnsinnig spannend. Dieses Schiff damals, mit dem Christopher Columbus nach Amerika gefahren ist, hatte irgendwie eine Besatzung von, ich weiß gar nicht genau, das habe ich gerade wieder vergessen, aber das könnt ihr selber nochmal nachgoogeln. Es war jedenfalls ein Schiff, was nicht wirklich groß war und nicht wirklich viel Besatzung hatte. China hatte zu dem Zeitpunkt hunderte riesige, gigantische Schiffe mit über tausenden von Besatzungsmitgliedern. Die waren so technologisch schon weit vor allen anderen. Ja? Und dann hat China einfach irgendwann angefangen, all diese ganzen Schiffe zu zerstören und haben sich komplett abgekapselt von der Welt. Und das hat bedeutet, dass China dann so danach im 15., 16. Jahrhundert und so einfach von Europa massiv überholt wurde erstmal im ganzen technologischen Fortschritt. Warum? Weil die Europäer sich eben nicht abgekapselt haben, sondern weil die Europäer einfach immer mehr in diesen ganzen Austausch gegangen sind. So, ja? Das sind alles diese ganzen historischen Beispiele, wo, finde ich, man immer so als Investor sehr interessant lernen kann. Ah, okay, je mehr ich mich verschließe vor Chancen, die aus dem Ausland kommen, vor Unternehmen, die irgendwie ein Investment mir bieten, je mehr ich mich da verschließe, desto mehr koche ich irgendwie meine eigene heimische Suppe. Und das hat auch
meiner Meinung nach nichts mit Patriotismus oder irgendwie sowas zu tun, sondern das ist dann einfach nur so ein falscher Nationalstolz. Den kann man dann vielleicht irgendwie sich selber irgendwie darüber freuen, aber der bringt einen halt einfach nicht voran. Der macht einen eher zu so einem, ich würde sagen, zu so einem reaktionären Menschen, der immer alles Neue verteufelt und dann irgendwann so mit 60, 65 in der Stammkneipe sitzend, irgendwie mit schon so einer roten Nase halt über alles meckern, was irgendwie neu ist. Nur wenn man selber einfach damals zu einfältig war, um irgendwie Chancen auch aus anderen Ländern, von anderen Leuten, von anderen Nationalitäten und so weiter wahrzunehmen. Ja? Okay, das war jetzt ziemlich viel Rumgelaber und so. Keine Ahnung, ob das überhaupt einen Sinn ergeben hat, was ich hier alles hier von mir gegeben habe. Ihr werdet es mir wie immer wahrscheinlich hier mitteilen, in netter oder auch nicht so netter Art und Weise. Könnt ihr gerne tun. Und ich bin gespannt auf die Diskussion. Wie seht ihr das? Ja, ich finde, man sollte sich niemals angegriffen fühlen als Investor, wenn man irgendwie eine Nachricht liest, dass ein anderes Unternehmen irgendwas besser macht oder so und dann irgendwie so irgendwie in diesen Verteidigungsmodus gehen, weil man hat doch als Investor immer die Möglichkeit einfach zu sagen, hey geil, die haben doch auch Aktien, da kann ich mich doch auch beteiligen, ja. Und wenn mein Zulieferer, egal wie gut mein Arbeitsvertrag da ist, wenn mein Zulieferer, bei dem ich irgendwie 20 Jahre gearbeitet habe, wenn der einfach jetzt keine Zukunft mehr hat, wenn er es verpennt hat, dann ist es doch nicht meine Verantwortung, da bis das Schiff untergegangen ist, zu bleiben. Dann gehe ich und bewerbe mich eben bei der Manns AG oder bei irgendeinem anderen Unternehmen. Ja, dann entwickle ich mich weiter und gucke halt dahin, wo die Richtung hingeht und kann nicht einfach mich verschließen. Aber ich habe jetzt oft genug gesagt und deswegen mache ich jetzt hier Schluss. Und jetzt sehen wir uns beim nächsten Video. Rationale Grüße. Ciao, ciao.